Hallo, es ist kurz nach Mitternacht, Beginn der nächtlichen Röhrenstunde. Heute geht es um den Vergleich der amerikanischen 6T8 und der europäischen EABC80. Wir fangen an mit der 6T8. Diese wurde ungefähr 1948 entwickelt und diese Röhre besteht aus einem Triodenteil, einer Doppeldemodulationsdiode für Hochfrequenz und einer Standalone-Diode für Niederfrequenz- bzw. Amplitudenmodulation. Und die amerikanische Variante schauen wir uns jetzt mal an. Man sieht den typischen Aufbau. Man sieht den typischen Aufbau der drei Systeme. Und es fällt auch sofort ein anderes Detail auf, was nicht sofort ersichtlich ist. Nämlich das größte Problem der 6T8 war die Brummspannung. Und zwar die Heizung war sehr schlecht geschirmt und in dieser Röhre war es das Problem, dass die Heizung auf das Steuergitter eingewirkt hat und somit halt der 50 bzw. 60 Hertz Brumm sehr stark zu hören war und das war auch eines der größten Probleme der 6T8, der Brumm der Heizung. Wie gesagt, man sieht, es ist ein sehr typischer Aufbau Ende der 40er Jahre. Die Röhre müsste von General Electrics produziert worden sein. Man sieht, wie gesagt, dass die Heizfäden keine Schirmung haben. Die Heizung aller drei Röhrensysteme ist, wie gesagt, in Reihe geschaltet. Deshalb hat die 6T8 auch bei 6,3 Volt einen Heizstrom von 0,45 Ampere. Und die amerikanische Variante der 6T8, das ist die amerikanische, die allgemeine Variante der 6T8 hat noch einen anderen Unterschied gegenüber zur EABC80 und da komme ich gleich zu mit dem Datenblatt. Man sieht ja wie gesagt die drei Heizfäden, die sind wie gesagt parallel geschaltet. Entschuldigung, ich habe vorhin Reihenschaltung gesagt, die sind natürlich parallel geschaltet. Also jeder Heizfaden nimmt 0,15 Ampere auf und somit halt drei Stück in parallel. Da habe ich die 0,45 Ampere Heizstrom bei 6,3 Volt Heizspannung. Eine Detailaufnahme vom Pressteller. Wie immer, ich habe es vergessen zu erwähnen, in der Videobeschreibung sind die Links zur Webseite, wo die Bilder in besserer Qualität sind, weil wie gesagt, nach zweimal Kompression sind die Bilder ein bisschen matschiger als was auf der Webseite ist, also direkt im Browser zu sehen ist.
So, was ich gerade sagen wollte, Entschuldigung, die 6T8 hat die Eigenschaft, dass alle drei Dioden haben den gleichen Strom. Also können denselben Strom liefern. Man sieht hier im Datenblatt, dass der reguläre Strom pro Diodensystem 5 mA beträgt. Und in der Spitze, wie gesagt, kann es 20 Milliampere sein. Für alle drei Diodensysteme. Und das ist der größte Unterschied zur eABC80, weil dort sind die Diodensysteme etwas unterschiedlich ausgelegt. Wobei das gerade wieder eine Lüge ist. Es gibt einige Hersteller, die haben sich zuerst an die 6T8 orientiert und eine eABC80 hergestellt mit den drei Diodensystemen in selber Konfiguration. Und erst später hat man die Philips Telefunken-Konstruktion übernommen mit dem Diodenteil der AMD-Modulation, also der ersten Diode, die etwas schwächer ist als die beiden anderen Dioden. Da komme ich aber gleich zu. Wie gesagt, bei der 6T8 waren alle drei Diodensysteme gleich ausgelegt. Und wenn ich jetzt zur eABC80 gehe, die Vergleichsbilder komme ich auch gleich zu. eABC80. Die dürfte den meisten bekannt sein. Und man sieht jetzt hier schon mal direkt den großen Unterschied zur 6T8, nämlich dass die Heizung der einzelnen Systeme wird von oben eingefädelt und ist elektrisch isoliert vom Restsystem. Das hier ist eine Hochführung der Heizung. Das ist eine seitliche Ansicht. Diese eABC80 wurde von Lorenz produziert. Hier sieht man das Steuergitter des Triodensystems. Hier ist man besonders schön das geschirmte Hochführen der Heizung zu sehen, um halt zu verhindern, dass die Wechselspannung der Heizung halt in das Triodensystem einbrummt. Auch hier wieder eine seitliche Ansicht. FET1419 ist übrigens die Inventarnummer der Röhre. So ein schönes Detail von der Kathode und dem Heizfaden zu sehen. Wie gesagt, hier ist sie schön, auch die Schirmung zu sehen, um die Heizung, wie gesagt, von den anderen Systemen zu trennen. Und unten sind in der europäischen Variante halt nur die Zuführung zu den Elektroden selbst. Bei der amerikanischen Variante waren hier unten, wie gesagt, auch die Zuführungen zu den Heizfäden.
Das war eine Detailaufnahme vom Triodensystem. Die Triode der EABC80 ist übrigens sehr ähnlich zu einem System der ECC83. Hier sieht man auch wieder schön die Führung der Heizung. Und für die Gitterfetischisten das Hufeisengitter. Hier ist ein Blick auf die Anode des Diodensystems. Jetzt nochmal eine Detailansicht vom Pressteller. Das nochmal von der Zuführung der Heizfäden. Es ist ein bisschen schwierig, die Röhre als Makro zu fotografieren, weil jetzt wirklich jedes Staubkorn am Glaskolben sichtbar wird. Das ist aber ein Versuch, die geschirmte Führung der Heizung zu fotografieren. Also hier ist die eine Schiene der Heizung und das hier ist die andere Schiene. Und hier ist eine andere Röhre, also andere EABC80. Und jetzt, wie gesagt, hantiert sich auch die Gegenüberstellung zu zeigen. Und 6T8 brauche ich. Und hier sieht man, wie gesagt, dass die europäische EABC80 etwas anders aufgebaut ist. Die Systeme sind im Prinzip fast gleich hoch, aber wie gesagt, die europäische EABC80 hat aufgrund der geschirmten Führung der Heizung halt ein bisschen mehr Aufbau oben, also auf dem Dach, während man bei der amerikanischen Variante halt unten sieht, dass dort die Heizung verläuft und die mit somit fleißig halt einbrummen kann in die Systeme. Das ist eine Seitenaufnahme beider Röhren. Hier ist das Getter der amerikanischen Röhre zu sehen. Hier ist das Steuergitter des Triodensystems. Das hier ist die Triode der EABC80. Das ist die Seitenansicht. Das ist, wie gesagt, nochmal bessere Ansicht der Heizfäden. Und elektrisch sieht, wie gesagt, die EABC80 so aus. Das, wie gesagt, die Dioden, also die erste Diode, die also für die Amplitudenmodulation zuständig ist, nur für 1 mA belastet werden kann im Normalbetrieb.
Und die anderen beiden Dioden können bis 10 mA belastet werden. Wie gesagt, bei der amerikanischen Variante sind alle drei Diodensysteme gleich belastbar. Und einige europäische Hersteller haben halt zuerst den amerikanischen Typ kopiert und hat alle drei Diodensysteme identisch aufgebaut. Und erst später hat man den Valvo-Telefunken-Typ mehr oder weniger kopiert, dass halt dort das erste System etwas schwächer ist als die beiden anderen Systeme. Und wie das in der Praxis aussieht, sehen wir jetzt am Neuberger. Und dann bis gleich. So, es ist der 21.06.22.04 Uhr. Wir starten mit der EABC 80, dem Testen auf dem Neuberger. Ich muss gerade noch mal unterbrechen, weil ich jetzt die Kamera etwas aufbocken muss. So, wir fangen an, den Neuberger zu beschalten. Wir beginnen mit dem Triodensystem. So, ich hoffe, das Ganze ist noch im Fokus der Kamera. Wir beginnen mit dem Triodensystem, beziehungsweise zuerst mal mit der Heizung. Die EABC 80 wird wie immer beschaltet, Pin 4 und Pin 5. Laut Datenblatt soll der Pin 5 auf dem Nullpotenzial liegen, weil auf Pin 5 ist die interne Schirmung angeschlossen, die verhindert, dass die Röhre Probenspannung, also den Probenton der Heizung sich einfängt, was ja das Problem der amerikanischen 6T8 war, die ja nur über eine sehr schlechte bis gar keine Schirmung verfügt. Die Kathode ist auf Stift Nummer 7. Okay, 1, Kathode. Das Steuergitter ist auf Stift Nummer 8. Und das Steuergitter ist natürlich negativ. Und zum Schluss brauchen wir noch die Anode, die ist auf Stift Nummer 9. Damit wäre jetzt die Röhre im Prinzip beschaltet, aber es fehlt noch was, und zwar, wenn man eine vernünftige Messung machen will, hat sich der Usus eingebürgert, dass man alle unbenutzte Anoden auf Kathodenpotenzial legt, um zu verhindern, dass Systeme schwingen. Und das heißt, wir haben jetzt hier drei unbenutzte Anoden, nämlich die beiden Anoden des B-Systems. Die sind Pin 6 und Pin Nummer 1. Das heißt, Stift Nummer 6 lege ich es auf Kathode. Und Stift Nummer 1 lege ich auf Kathode. Und ich brauche noch die Anode vom A-System. Das ist Stift Nummer 2. Das wird ebenfalls auf Kathode gelegt. Und jetzt fehlt noch was Wichtiges, nämlich die Röhre selbst. So, dann ist alles auf Null und dann schauen wir mal. Die Kontrollleuchte für die Heizung leuchtet. Ich brauche 6,3 Volt an der Heizspannung. Ja, wie gesagt, ich kriege immer Mails zum Thema, die Messinstrumente sind falsch eingestellt, sie sind richtig eingestellt. Die Kamera ist leider nicht ganz richtig im Fokus. Also der Fokus der Kamera ist ungefähr hier. Und je weiter ich vom Fokus weggehe, habe ich einen Parallaxenfehler. Das heißt, auf der Kamera müsste jetzt irgendwas von 6,4 bis 6,6 Volt zu sehen sein. Aber in Wirklichkeit, wenn ich mit der Nase genau drüber bin, habe ich 6,3 Volt. Ich brauche minus 3 Volt
Gitterspannung. Und ich brauche 250 Volt Anode. Hoch, ja. 250 Volt Anode. Gut, gehen wir mal. Moment, Ampermeter noch anschalten. So, haben keinen Kurzschluss an der Kathode, keinen Kurzschluss am Steuergitter. Ich tue die Heizspannung nachregulieren. Und wir haben 1 Milliampere. Laut Datenblatt vom Neuberger habe ich 1 Milliampere. Bei minus 3 Volt Steuergitter, minus 3 Volt. Somit kann man sagen, das Triodensystem funktioniert relativ gut, bis sehr gut. Und machen wir weiter mit dem Diodensystem, also die Doppeldiode aus dem B-System. Das heißt, ich entferne jetzt zum einen das Steuergitter, lege die Anode jetzt mal auf Stift Nummer 6 für die erste Anode und Stift Nummer 1 für die zweite Anode. Kathode ist dieselbe wie bei dem Triodensystem, also der bleibt auf Stift Nummer 7 und die auf Kathodenpotenzial geschaltete Anode des A-Systems bleibt auf Pin 2. Was sich jetzt ändert, ist, dass die Anodenspannung nur noch 10 Volt beträgt. Ich bin auf 10 Volt. Meine fehlt eine Anode, müsste auf 6 sein. Kathode ist 7 und nicht Gitter 1. Und ich habe noch was vergessen, nämlich ich habe natürlich jetzt keine Verstärkerröhre, sondern ich bin im Messmodus G für Gleichrichter und ich brauche 10 Kiloohm Lastwiderstand. Und das kommt jetzt besser hin. Laut Messkarte von Neuberger ist das Du-Triodensystem pro Anode 0,8 bis 1 mA. Also die erste Anode schafft 0,8 mA. Ups. Die zweite ist ein bisschen schwächlich. Die hat nur 0,2 mA. Jo. Wie es aussieht, ist die zweite Anode des B-Teils ein bisschen schwach auf der Brust. Okay. Schalten wir mal um auf das A-System. Das A-System sollte. Wo ist mein A-System? Wo ist mein A-System? Ebenfalls bei 10 Volt 0,6 bis 0,7 Milliampere liefern.
Und das A-System ist Anode auf Stift Nummer 2 und die Kathode ist Stift Nummer 3. Die ist mit 0,7 mA auch relativ gut dabei. Doch mal sagen, die ERBC80 funktioniert leider nicht auf allen Systemen. Woran es liegt, dass die zweite Anode des B-Teils so schwach ist, es kann sein, dass in der Schaltung, wo sie vorher eingesetzt war, diese Diode sehr stark belastet wurde und somit natürlich dann die Kathodenbeschichtung an dieser Diode nicht ausgelutscht ist, während die andere Diode wohl in Klammern geschont wurde. Aber ansonsten, der Triodenteil ist gut bis sehr gut, also es passt. Das ist übrigens einer der ECC, EABC80, Herrgott, egal wie er heißt, die ich in meinem Cube einsetzen werde. Das ist das nächste Video, das gerade in der Produktion ist, parallel. Und was mir schon ein bisschen Nerven gekostet hat, ja, das wird sich dann zeigen und es wird mir vielleicht noch ein bisschen Nerven kosten, aber so ist das Leben. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Diesmal wieder nur ein etwas kürzeres Video. Und bis bald. Es ist jetzt immer noch der 21.06. um 22.33 Uhr.